jeder Fitnessfreunde, ich gehe zum Training und zwar alleine. Und damit wären wir auch schon beim Thema dieses kurzen Videos: Training mit einem Partner oder alleine. Es ist ja meistens so, dass man die Motivation fürs Training nicht alleine bekommt, beziehungsweise nicht genügend Motivation hat, alleine zu trainieren, sondern sich meistens einen Kollegen sucht, mit dem man immer trainieren gehen kann. Und dann verabredet man sich mit dem Kollegen: Komm, wir ziehen jetzt durch zusammen den Plan, wir gehen jeden Tag zusammen, Fitness, bam, bam. Und das war auch bei mir so. Ich habe mich mit meinem besten Kumpel verabredet, dass wir jetzt einen Plan gemeinsam erstellen und den immer durchziehen. Und das ist auch soweit gut gegangen. Und heute ist auch der erste Tag, wo er nicht kann. Und das ist auch schon das Thema. Da müsst ihr euch immer bewusst sein, dass sowas eintreten kann. Wenn ihr mit eurem besten Kollegen zum Training wollt und euch verabredet, dass ihr immer zusammen trainieren werdet, immer zusammen durchziehen werdet, ihr meldet euch nur an, wenn ihr zu zweit geht, weil einer alleine habt ihr keinen Bock zu gehen, dann müsst ihr in 90% der Fälle davon ausgehen, dass es nicht klappt. Ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, es gibt die Möglichkeit, dass er nicht kann, er krank ist, er was anderes vorhat, er schwänzt, er keinen Bock hat. Und dass ihr alleine gehen müsst. Das heißt, wenn ihr euch beim Training anmeldet, wenn ihr einen Plan im Kopf habt, dann müsst ihr ihn auch durchziehen und dann müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, ich werde diesen Plan auch in dem Fall durchziehen, wenn mein Kollege nicht mitkommt. Wenn ich alleine bin, ihr müsst den Plan also so gestalten, nicht, dass ihr immer Hilfe braucht, zum Beispiel beim Bankdrücken oder so, dass ihr so viel Gewicht macht, dass ihr Hilfe braucht, sondern zum Beispiel, ihr geht ins 5x5-System, wo ihr selber einschätzen könnt, wenn ihr nicht mehr kommt, dass ihr die Stange ablegt, sodass ihr auch alleine trainieren könnt. Und ich weiß, das ist jetzt das erste Mal, aber ich mache dieses Video jetzt schon mal, denn ich weiß, dass es öfters vorkommen wird, dass ich alleine gehen werde. Und das wusste ich vorher und ich habe mir meinen Trainingsplan so erstellt, dass ich nicht auf Hilfe angewiesen bin beim Training, sodass ich auch alleine trainieren kann, wenn mein Kollege nicht kann. Ich habe auch andere natürlich angerufen, ob die ihn vielleicht ersetzen könnten. Nein. Erst hat der eine zugesagt, dann wieder abgesagt und so ein Hin und Her, so ein Scheiß. Auf sowas habe ich keinen Bock und deshalb habe ich mein Training so gestaltet, dass ich immer auch alleine trainieren kann und trotzdem Trainingsfortschritte mache. Und das ist mein Tipp an euch. Verlasst euch nie auf euren Trainingspartner, muss ich leider so sagen, weil es kann immer mal was dazwischen kommen und ihr müsst bereit sein, immer alleine auch zum Training zu gehen und immer alleine durchzuziehen, weil dann, wenn ihr es einmal nicht macht, dann wird die Kurve nur noch nach unten gehen und dann werdet ihr gar keine Erfolge mehr sehen. Und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video.